Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video auf diesem Kanal. Oh, an der Stelle erstmal, hi! Also für diejenigen, die mich noch nicht kennen, die mir noch nicht lange folgen, weil Just Nero gestern erst einen Shoutout rausgebracht hat und dementsprechend meine Zahlen komplett explodiert sind, will damit sagen, die Hälfte meiner Zuschauerschaft, die Hälfte meiner Follower kennen mich gar nicht oder erst seit gestern. Ich bin Trayman. Ich würde sagen, ich bin nicht ganz so link wie Nero, die linke Socke. Dementsprechend ist mir folgendes Thema ein Anliegen. Heute soll es darum gehen, ob man die AfD verbieten sollte. Vielleicht, wenn ihr auch auf Instagram unterwegs seid, ist eventuell folgende Petition schon mal in eurer Story aufgetaucht. In eurer Story. Sprechen und ich. Vor allen Dingen am Morgen. Und ich habe mir persönlich erstmal nicht ganz so viel dabei gedacht, weil ich finde die Bemühungen, und da gehe ich noch weiter drauf ein, erstmal bedenklich. Meine Schwester hat sich aber dann echauffiert und mich angeschrieben und gefragt, ob man das unterschreiben sollte, unterstützen sollte oder eher nicht. Ich finde ihre Perspektive, da sie Juristin ist, in der Thematik auch nochmal ganz interessant und werde vielleicht nochmal auf juristischer Seite nochmal ein Video nachschießen, wie denn so ein Verbotsverfahren laufen könnte. Nichtsdestotrotz hat mich dann ihre Echauffierung über die Tatsache, dass man das jetzt anstreben möchte, dazu bewogen, ein Video zu dem Thema zu machen, um meine Meinung mal hier darzulegen. Sollte man die AfD verbieten? Nein, finde ich nicht. Gar nicht. Weil, und da müsste man sich erstmal die Frage stellen, meiner Meinung nach, und so gehe ich an solche Themen ran, was soll das bringen? Was möchte ich damit erreichen, dass die AfD verboten wird? Wenn mein Ziel ist, dass wir keine faschistoide, rechtsextremistische Partei in Deutschland haben, dann ist das Verbieten dieser Partei nicht die Lösung. Denn das ist ja nur, die Existenz dieser Partei ist das Symptom eines tiefer liegenden Problems. So, ein Problem, das wir zum Beispiel in Deutschland haben, ist die Aufarbeitung von rechtsextremistischen Bewegungen und Gedankengut. Das haben wir nicht so hingekriegt. Also die Entnazifizierung haben wir in Deutschland nicht ganz so hingekriegt. Sonst hätten wir diese Probleme nicht. Sonst wäre die Alternative für diverse gesellschaftliche Probleme, die wir haben, nicht, lass mal zurück in die Vergangenheit gehen und dieselben Fehler nochmal machen. Hätten wir unsere Vergangenheit aufgearbeitet. Was wir nicht haben. Der Europakandidat der AfD sagt folgende Dinge. Wir sind Deutsche. Wir sprechen Deutsch. Wir leben in Deutschland. Unsere Vorfahren waren Deutsche. Unsere Freunde sind Deutsche. Wir erkennen uns und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wir müssen uns nicht erklären, wenn wir unsere Sprache benutzen, von unseren Märchen sprechen und alte Volkslieder singen. Wenn man glaubt, dass jemand, der sowas sagt, übereinspricht und glaubt, dass der die aktuellen Probleme der Moderne mit der Rhetorik und mit der geistigen Haltung adressieren kann, so, dann ist dieser Person nicht mehr zu helfen. Also wenn man wirklich glaubt, dass diese Person in der Lage ist, die aktuelle Situation zu verändern, dann ist der Person nicht zu helfen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Verbieten dieser Partei helfen würde, dass Menschen, die glauben, das ist eine völlig adäquate Position, dass die dann aufhören, so komplett lost zu sein. Also, das muss man sich reintun. Das sind keine Kinder. Bei Kindern könnte man mit Verboten arbeiten, was ich auch immer so ein bisschen schwierig finde. Wir sind ja halt keine Volkspädagogen, ne? Aber bei Kindern, wenn du nicht willst, dass dein Kind etwas tut, dann kannst du es pauschal nicht einfach so verbieten, weil dein Kind versteht nicht, warum es es nicht tun soll. So, wenn Kinder ungefähr halb so doll waren wie ich, und ich war schlimm als Kind, so, dann machen die das doch erst recht. Also natürlich machen sie es dann erst recht, weil sie nicht verstehen, warum sie sich dürfen. Und das ist doch umso interessanter. Und wenn du das unbedingt möchtest, deine Eltern sagen, aber du darfst das nicht, dann willst du doch wissen, warum nicht. Und wenn du keinen Grund bekommst und sowieso ein bisschen kernsalzig bist, so wie ich als Kind immer, dann denkst du dir, aber jetzt mache ich es erst recht, weil meine Eltern wollen mir irgendwas wegnehmen, was vielleicht ganz cool ist, weil die einfach gemein sein wollen oder sowas. So. Und das speist doch genau in die Rhetorik der AfD rein. Denn das ist doch deren Stick. Das fahren die doch seit Day One. Die böse, böse Mehrheitsgesellschaft möchte uns braven, besorgten Bürger doch nur unterdrücken. Und genau das zu machen, die AfD unterdrücken, bestätigt sie doch. Das geht doch nicht. Dieses Narrativ, die Mehrheitsgesellschaft, die wollen uns unterdrücken. Das ist genau deren Ding. Und jetzt hinzukommen und zu sagen, wir müssen die AfD verbieten, macht doch genau das, wovor die seit Jahren wettern. Seit Jahren. Es löst nicht das Problem, sondern bestätigt doch nur dieses Weltbild, was diese Wähler haben. Kommen wir ja jetzt zu den Wählern. Wenn du als Mensch, weil es gibt immer noch Menschen anscheinend, die glauben, man kann AfD-Wähler, überzeugte AfD-Wähler, zurück in die moderate Mitte holen. Wenn du als Mensch faschistische Positionen, menschenfeindliche Positionen als einzige Möglichkeit, dass man dieses Land rettet, sieht, so, dann bist du nicht für die moderate Mitte empfänglich. Und die moderate Mitte ist der Teil der Gesellschaft, der nicht hardcore politisch ist, kein Interesse an politischen Themen hat, irgendwo mit dem Status quo einherläuft, aber unbedingt nicht alles hasst in dieser Gesellschaft.
Also eigentlich so der typische Dude auf der Straße, den du fragst, so, ey, welche Partei magst du? Und der sagt, ja, ich mag einfach alle nicht. Aber ich mag auch keine Rechtsextremen. Ich mag generell keine Extremen. So den, das ist so ungefähr die moderate Mitte. So. Die sind mir alle zu doll, ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Ich möchte meine Grundrechte behalten, ich möchte nicht zu hohe Steuern zahlen und ich will, dass meine Kinder ordentliche Bildung bekommen. So. Das ist so die moderate Mitte, so ganz, ganz, ganz grob verallgemeinert. So. AfD-Wähler, dessen einziges politisches Interesse ist, dass Deutschland aus der EU rausgeht, dass man der Ukraine nicht unterstützt und Russland am besten sogar noch mehr Geld in den Rachen wirft, dass man gegen Migration härter vorgeht, weil die klauen uns den Job. Dass man Täter stärker bestraft, anstatt die Ursache, warum Menschen zu Tätern werden, beheben. So, als ob man diese Menschen in irgendeiner Weise mit moderater Politik erreicht. Das ist völlig illusorisch zu glauben. Und wenn man sich mal mit einem überzeugten AfD-Wähler unterhält, und ich kenne da einen aus meinem Gym, der sagt zu mir legit, in your face, also mich interessiert all das Ganze gar nicht, ich will nur, dass die Ukraine endlich den Krieg verliert. Das ist seine politische Haltung. Rente, Bildung, Wirtschaftspolitik, das ist ihm alles völlig egal. Das ist ihm alles völlig egal. Solange andere Leute leiden, ist der glücklich. Solange er nach unten treten kann, rein gesellschaftlich, hierarchisch gesehen, so, ist der glücklich. Deswegen wählen Menschen die AfD. Wir müssen endlich mit diesem Gedanken brechen, dass die AfD eine Ansammlung an Protestwählern ist. Vielleicht waren mal viele Menschen innerhalb der AfD Protestwähler. Das kann gut sein. Der Parabelritter hat in 2 Videos super krass aufgearbeitet, warum das gerade im Osten gut sein kann. Gerade in der gesellschaftlichen Situation, dass wir im Westen, und der Norden zählt sich irgendwo dazu, ich komme aus Schleswig-Holstein, deswegen, ich fühle den Pain im Osten. Wir sind infrastrukturell auf jeden Fall krass vernachlässigt worden im Vergleich zum Westen. Deswegen muss man das auf jeden Fall anerkennen, dass der Osten maßgeblich benachteiligt wird, wenn es um Infrastruktur und Gelder und Unterstützung geht. Das muss man anerkennen. Und dass wir in den letzten Jahrzehnten echt den Osten übergebeugt und haben. So, dass die Leute dort frustriert sind, kann ich zu 100% nachempfinden. Völlig. Und dass die Menschen dort historisch gesehen, weil sie frustriert sind, auch eher Parteien gewählt haben, die nicht direkt zum Establishment gehören, also zum Beispiel die Linke, kann ich auch nachvollziehen. Dass man irgendwann aus Frust, dass das Protestwählen für die Linke nichts gebracht hat, dann zu extremeren, faschistischeren Parteien geht, ist auch nachvollziehbar in dem Kalkül, wenn du sowieso schon das Gefühl hast, dass die Hälfte oder ein großer Teil der Bevölkerung dich gar nicht abdeckt im politischen Angebot. Wie viele Politiker aus dem Osten sind in hohen politischen Ämtern außerhalb der AfD, die wirklich aus dem Osten kommen? Wie gesagt, der Parabelritter arbeitet das richtig gut auf in seinen 2 Videos zu dem Thema. Sagen wir uns mal kurz die Ressentiments gegenüber den faulen Ossis, die es von Seiten des Westens gab, der übrigens im Osten billig produzieren ließ, um den Konsum von günstigen Waren für den kapitalistischen Traum möglich zu machen. Das nennt man Ausbeute. Das ist Ausbeute. Wir haben diese Menschen in den letzten 30 Jahren ausgebeutet. Seitdem ich existiere, haben wir die Hälfte von Deutschland ausgebeutet. Dass Menschen da kategorisch frustriert sind, ist völlig nachvollziehbar. So, und dass man glaubt, dass man die Partei, die die kategorischen Frustrierungssituationen im Osten instrumentalisiert, ausnutzt und für sich vor den Karren spannt, wenn man die Partei verbietet, dass man glaubt, dass der Frust weg ist, das ist doch völlig hirnrissig. Das sind erwachsene Menschen, die teilweise doppelt so alt sind wie ich, die seit die Hälfte ihres Lebens gescrewt wurden, ausgebeutet wurden, die keine Perspektive haben. Menschen im Osten ziehen weg. Menschen in meinem Alter und jünger, weil sie dort keine Perspektive haben. Das ist da schon völlig anerkannt, dass dort einfach nichts ist. Du wohnst auf einem Dorf und das sind einfach 2 Unternehmen, wo du arbeiten könntest, wenn du Glück haben würdest. Und dann darfst du die 100 Kilometer fahren, um zum nächsten möglichen Arbeitsplatz zu kommen. So, diese Menschen, denen ist das bewusst, dass da nicht viel mehr geht. So, deren Alternative ist ein radikaler Umbruch mit dem aktuellen System. Sozusagen, ja, dann verbieten wir jetzt einfach die Partei, die eben genau mit diesem Gedanken flirtet, dann lösen wir das Problem. Das ist doch völlig hirnrissig. Das muss auch in jedem bewusst sein. Und ich will damit nicht sagen, dass die AfD nicht Brandstoff für diese ganze Thematik ist. Die macht alles so viel schlimmer. Ich will überhaupt nicht implizieren, dass man das verteidigen sollte, was die AfD macht. Die AfD ist, wie gesagt, die Partei, die auf dem Scheiterhaufen dieses gesellschaftlichen Problems sitzt und tanzt und lacht. Aber zu sagen, verbieten wir einfach das Problem, ist ungefähr so effektiv wie, oh, lass mal Drogen verbieten, lass mal Mord und Diebstahl verbieten, das löst das Problem. Nein!
Und ich weiß nicht, woher diese hirnrissige Idee immer wieder kommt. So, ach, das ist ein gesellschaftliches Problem. Lass das einfach verbieten. Dann löst sich das. Nein, das ist Symptomlösung, sein Urgroßvater. Was wir tun müssen, um dieses ganze Problem zu lösen, ist Protest wählen. Wir können dagegen vorgehen. Und das müssen wir, indem wir Protest wählen. Selbst wenn ich zum Beispiel kein Fan der FDP bin, aber die FDP eine klare Kante gegen die AfD fährt und ich mit den Werten der Grünen oder der SPD überhaupt nicht übereinstehen kann, dann bin ich aus Protestwahl gegen rechts dann fast schon verpflichtet, die FDP zu wählen. In meinem Fall kommt die FDP nicht in Frage. Aber das als Beispiel. Dasselbe Beispiel kann man halt mit anderen Parteien anbringen, die klare Kante gegen die AfD und gegen Faschismus in Deutschland aufzeigen. Nur mit Demokratie können wir antidemokratische Bewegungen zerschlagen. Denn diese zu verbieten, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und führt nur dazu, dass wir einen weiteren Morgen erleben. Aber die kommende Dunkelheit, die das Verbieten zur Folge hat, wird eine Nacht herbeibringen, die voll auf Schrecken ist. For the night is dark and full of terrors. Denn auch das muss man sich vor Augen halten. Sollte es denn so kommen, dass wir die AfD tatsächlich verbieten? Das ist ja nicht so. Und jetzt ist sie weg. Das Verbotsverfahren dauert Jahre. Und dagegen kann man vorgehen. Und was würde bedeuten, wenn wir wirklich genau dem Narrativ der AfD einheimfallen und es tatsächlich lostreten, das Verbotsverfahren? Die AfD wird sich doch darauf stürzen und alles Erdenkliche tun, um noch mehr Wähler zu mobilisieren. Und so viele Wähler mehr würden sich bestätigt fühlen. Jetzt, wo es sich zu bewahrheiten scheint, waren die Leute, die die AfD noch so ein bisschen belächelt haben, wurden ja dann eines Besseren belehrt. Heißt, die AfD könnte sogar noch an Stimmzuwachs bekommen und dann innerhalb der aktiven Regierung, weil sie eventuell, und das wäre der absolute Super-GAU, in die Regierung einziehen könnte, in die Regierungsverantwortung, wohlgemerkt, aktiv daran arbeiten, genau diese Prozesse, die diese Partei verbieten würde, zu unterwandern. Obviously! Heißt, also ich weiß auch nicht, wie sich Menschen juristische Verfahren vorstellen. Ich hatte einmal ein juristisches Verfahren, so, ich hatte einen gebrochenen Arm. So, ich habe mir den Arm gebrochen aufgrund eines Autounfalls, den ich nicht verursacht habe. So. Und innerhalb des Autounfalls habe ich die Person, die dafür verantwortlich war, dann dementsprechend auf Schmerzensgeld verklagt. Und dieses Verfahren, einfach nur zu erörtern, war die Person schuldig, was relativ leicht war, weil der ist einer anderen Person aufs Auto gefahren. So. Und wie viel Schmerzensgeld dann halt rumspringt, dauerte 2 Jahre. Da waren vielleicht 5 oder 6 Personen involviert. 2 Jahre. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben ein Parteiverbotsverfahren, wo bei 3.000, 4.000 Menschen involviert sind. Das passiert nicht mal eben so in einem halben Jahr und dann ist das Ding durch und dann ist die AfD weg. Nein. Und selbst wenn das so wäre, wo würden denn die Wähler hingehen? Und wo würden die Politiker hingehen, die aus der dann an dem Punkt verbotenen AfD kommen? Wenn sie zurück in die CDU gehen, zurück in die Linke oder in die SPD gehen würden, so. Was würde das aus solchen Parteien machen? Wenn sie es irgendwie schaffen würden, in diesen Parteien, in denen sie jetzt wieder neue Heimat finden würden, politische Ämter bekommen, würden sie dasselbe in der AfD nur in anderen Farben machen. Weil das ist ja das, was die Wähler, die sie ja akquiriert haben, wollen. Wenn wir das politische Angebot beschneiden, dann verändern wir nicht die politische Nachfrage. Das ist wie gesagt mit Drogen. Wir verhindern Drogen, indem wir sie verbieten, aber die Nachfrage danach bleibt ja bestehen. Das Problem lösen wir also nicht, indem wir die politische Wahl verbieten und auch nicht, indem wir weggucken. Was können wir tun? Demokratische Parteien wählen, die Gegenrede gegen die AfD stellen, die Probleme adressieren, die die AfD instrumentalisiert und dort aufklären, wo die Menschen noch nicht komplett außerhalb des Griffes der Realität gefallen sind. Und das ist ungefähr mein Real Talk, mein Rant bezüglich dem Verbot der AfD. Die AfD ist im Osten teilweise zweitstärkste Kraft. Wie willst du so eine Partei verbieten, ohne dass ein Viertel der Bevölkerung disenfranchised und sie in ihrem verboten, ideologisch verblendeten Weltbild bestätigst. Ja, aber an der Stelle, vielleicht brauchen wir auch einfach nur flächendeckende Bildungsoffensive, politische Bildung an der Stelle, denn heutzutage scheint es mir so, als würden Menschen nicht verstehen, was der Unterschied zwischen links und rechts ist. Das war mein Retalk an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen angenehmen was weiß ich was und ja, diese typischen YouTube-Sachen. Like das Video, kommentiert das Video, sagt mir gerne, wo ich falsch liege oder warum ich dann so blöd bin und ich ein Schlafschaf bin. Ich entschuldige mich an der Stelle auch, dass ich das Video so stiefmütterlich hochgeladen und geschnitten habe. Ich bin schlecht im Schneiden und Aufnehmen.
an die Just-Nero-Community. Vielen Dank fürs Rüberkommen. Das ist das erste Video, mit dem ich euch enttäuschen darf in der Qualität. Dementsprechend, ich hoffe, der Kulturschock ist nicht ganz so groß. Jetzt kann ich eigentlich nur noch betonen, folgt mir auch auf meinem News-Kanal. Da versuche ich teilweise an den Tagen, wo ich hochlade, das ist immer so jeder zweite Tag, wo ich nicht auf diesem Kanal hochlade, 3 Videos am Tag hochzuladen. Und folgt mir auf meinem Zweitkanal, auf dem ich meine Reactions aus dem Stream hochlade. Die sind immer etwas exorbitant lang. Und auch in Zukunft werde ich da wahrscheinlich meine Podcast-Folgen hochladen, wenn ich mal wieder mit extrem krassen Ehrenmenschen aus der Creative-Szene sprechen darf. Und kann abschließend eigentlich nur noch sagen, folgt mir auch auf Instagram und trink genug Wasser, ess genug, treib Sport und mach all das richtig, was ich falsch mache, denn wir sehen uns sonst nicht im nächsten Video und das wäre katastrophal. Tschüss.